Von wo kommst du denn eigentlich jetzt? Von zu Hause. Ach so, ich dachte, du machst Bummeln und machst Joggen oder so morgens. Nein, 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 ich mache hier keinen Sport. Ich mache hier auch keinen? Nein, null. Ich achte so ein bisschen auf Ernährung, indem ich regelmäßig esse. Und was sehr viel hilft, ist Alkohol reduzieren. Ja. Okay, man trinkst du viel? Ich bin Gelegenheits. Ja, ja, gut, aber die ist oft, ne? Und die Branche ist natürlich schwierig. Die Branche, wobei ich festgestellt habe, die jungen Kollegen werfen ein. Die Zeit, dass gesoffen wird, ist, glaube ich, vorbei. Und hier gibt es ein schönes Geschenk, Domlikör. So, das schmeckt wirklich höllisch. Hau weg die Scheiße. Ich gebe mir gern Likörchen rein in den Kaffee. Nein, das gehört dazu. Über die Stränge schlagen. Für euch auch, Jungs? Ja, klar. Ja, klar. Mit einer Hand die Kamera und... Dann wollen Sie ein Glas Likör? Wollen Sie ein Likör? Ein Gläschen Likör? Das ist ein Jägerbomb. Ja. Ja, der haut gut rein. Zieh die Pfütze auf Null. Ja, deine Redaktion hatte gesagt, es wäre schön, wenn wir... Keine Redaktion. Entschuldigung, ja. Hast du keine Redaktion? Ja, doch, natürlich, ja. Ja, ihr hattet doch gefragt, ob wir zu einem Termin von mir gehen könnten, ne? Ja, aber ich habe ja keine Termine. Dich abholen von... Das ist so beneidenswert. Mich abholen von einem Termin? Ja. Ja, ich kann euch zeigen, wo ich meine Termine hatte. Toll, wir haben hier schön leer, ne, durch Corona. Ist aber auch mal schön zu sehen, dass man was vom Dom, also das, was man sieht, was nicht von Gerüsten verdeckt ist. Ja gut, der wird ja nie fertig. Fast wie früher. Das ist ja permanent. Hier wusste ich jetzt gar nicht, wird auch renoviert. Da sitzt das Domradio. Und im Grunde gehört das Ganze, was du hier siehst, gehört der Kirche. Weil die Kirche ist so wahnsinnig reich durch diesen Immobilienbesitz, dass eigentlich diese lästigen Gläubigen, die dauernd Aufklärung und Frauen und sowas Mitbestimmung wollen, das stört ein bisschen, weil sie war eine Zeit lang die reichste Diözese der Welt, Köln. Weiß nicht, ob es noch ist, aber hier also rauscht es ordentlich rein, Monat für Monat. Aber das Volk hatte immer Anteil an diesem Wohlstand und Reichtum. Ja, sicher, es darf ihn beklatschen und bejubeln. Und hier hinten startet er die von Leichnamsprozession und so. Da sieht man das. Hier ist ja auch dann, was weiß ich, Domschatzkammer und so alles. Fantastisch. Ich habe leider zeitlich noch nicht geschafft, reinzugehen. Aber es ist toll. Also das hier ist vielleicht ganz interessant. Das wurde kontrovers diskutiert, wie man sagt. Da gibt es ambivalente Meinungen. Die Toiletten. Wieso, wie kann man Toiletten kontrovers diskutieren? Ja, ob das jetzt in Anbetracht des Weltkulturerbes Dom so ideal war, hier so ein Toilettenhäuschen ranzunageln. Aber es ist doch besser, als würden die Leute mit den Harnstoffen die Außenfläche ruinieren. Ich sage es ungern. Es wird trotzdem gemacht. Vielen Kölner ist nicht klar, dass man rein soll in diese Toilette. Das ist aber Teil unserer Lebensart. Das ist nicht bös gemeint oder siffig, sondern das ist auch dieses Anarchische, was der Kölner hat. Ja? Und hier gibt es ein schönes Geschenk, Domlikör. Oh! Schmeckt höllisch gut. Wenn wir von draußen reinfilmen, müssen wir nicht fragen. Weißt du was, ich mach das jetzt mal selber. Ich frag mal. Ja. Hallo. Hallo. Entschuldigen Sie. Hallo. Wir würden gerne kurz einen Likör kaufen und das dabei filmen. Weil wenn wir jetzt Alkohol trinken, ohne dass wir es filmen, dann wäre das... sozusagen ein dienstliches Trinken, das wäre nicht erlaubt, aber wenn wir es filmen, gehört es zur Dramaturgie. Das müssen wir abklären mit dem Chef. Na dann. Ja, dann kaufe es auch einfach ohne zu filmen, oder? Ja. Geht das? Einfach weiterlaufen. Ja. Willst du einen halben Liter oder? Ich nehme den großen, ist wie beim Rasierwasser, das ist ja finanziell günstiger. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön, schönen Tag. Für euch auch, Jungs? Ja, klar. Ja, klar. Hallo. Ja. Dann wollt ihr auch ein Gläschen Domlikör? Ja. Auf das Allgäu? Ja, okay. Hau weg die Scheiße. Zieh die Pfütze auf Null. Danke. Hier ist, das ist jetzt eine der größten Einschränkungen, einer der schönsten Weihnachtsmärkte von Köln. Köln hat, glaube ich, weiß nicht, 12 Weihnachtsmärkte. Und der ist jetzt schon abgesagt. Und da habe ich einen Fernsehbeitrag gesehen, wo eine Frau sagte, na ja, aber ohne Gedränge ist der Weihnachtsmarkt ja auch nicht dasselbe. Ja, das gehört damit dazu. Genau. Es hat mollige 17, 18 Grad, du hast einen Glühwein. Dann ab 14 Uhr werden hier kölsche Lieder gesungen. Also auch natürlich mit Lasse der Dom in Kölle und trinkt noch eine mit und so. Auch in Weihnachten. Und ich weiß es, weil ich hatte da oben in der Mitte ein Büro. Und das war natürlich auch toll an Weiberfastnacht, weil natürlich hier auf dem Weg zum Altermarkt um 11 Uhr morgens teilweise schon
vollgekotzte Marienkäfer in den Notarztwagen geschoben wurden. Und das habe ich alles von da oben gesehen. Das war fantastisch, weil ich musste sehen, dass der Zivi im Notarztwagen musste dem Marienkäfer die Fühler zusammendrücken, sonst hätte man die Tür nicht zugekriegt. Weißt du? Aber das ist nicht böse. Das ist kein Alkoholismus. Das ist einfach Nein, das gehört dazu. Über die Stränge schlagen. Was hast du in deinem Büro eigentlich gemacht? Nichts. Das habe ich nach anderthalb Jahren gemerkt, als ich mir sagte, das ist ja Coworking Space. Ach, waren da noch andere so mit Mandat und Theoretisch, in den 17-Euro-Plätzen. Aber ich hatte für 900 Euro eins für mich alleine. Okay. Und weil Coworking, das heißt, du kannst Yoga machen, während du die Insolvenz anmeldest. Und da hinten sehen wir den WDR. Ja. Hörfunk. Ja. Ach, siehst du, schaut, das sieht man hier auch häufig. Die Herrschaften, die da sitzen, dieser Vierertisch mit den, ich glaube, Frauen. Das ist lecker frühstücken. Sie haben gemeinsames Frühstück, oder? Ja. Ja? Hat es einen bestimmten Namen, wenn man das bestellt? Ja. Wie heißt das? Kölner Treff. Oder Köln-Treff. Also das Böttinger Frühstück sozusagen. Das Böttinger Frühstück. Wir haben einen Croissant übrig. Wenn es so ist, ja, gerne. Ich bin ja im ersten Arbeitsmarkt nicht mehr vermittelbar, nehme ich mit. Du bist ja jetzt so eine Art Influencer auch, ne? Dadurch, dass du ja Videokolumnen machst. Weißt du nicht mehr. Du hast es lange sehr erfolgreich gemacht bei der 500. Oder wie viel waren es? Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Natürlich. Und übrigens durch unseren Dreh auf dem Frankfurter Flughafen an den Job gekommen. Ja. Stimmt. 3 Tage später schrieb mir Kurt Schnippen, damals noch Spiegel, eine Mail, hätte ihm sehr gut gefallen, ob ich sowas nicht für einen Spiegel machen könnte. Mich hat ja keiner angeschrieben. Ja, weil du voll im Business bist. Ja, ich bin ja schon, stimmt. Voll im Business. Bin arriviert. Ja. Der Einzige, der dich noch rauskegeln kann, ist Anni Borg. Ja, und Thomas Gottschalk. Das ist auch im SWR, das ist der einzige Sender, wo man Angst haben muss, dass einem ein Älterer den Job wegschnappt. Ich würde ja den Likör kurz hier stehen lassen, aber ich glaube, das ist nicht die richtige Gegend, eine volle Flasche Alkohol auf dem Boden stehen zu lassen. To go. To go. Ja. To go, bitte. Ja. Was kostet denn so eine Tasse? Ich kaufe Ihnen die ab, dann können wir die. Dann können wir finde auch. Machen. Ja, oder? Umweltfreundlich. Ich gebe mir gern Likörchen rein in Kaffee. Das ist wirklich was ich. Hi. Hallo. Hallo. Hi. Hallo. Scheiße, ich bin im Fernsehen. Nee, das ist. Nee, ist nicht Fernsehen, ist Netz. Ja, ist jetzt. Entschuldige. Hast du gar keine. Du hast das Croissant ja gerade gegessen. Das weiß ich jetzt schon, das gibt Shitstorm. Deswegen? Weil du das Croissant gegessen hast, wenn man sich die Hände desinfiziert, bevor man sich die Hände desinfiziert. Ja, ich hab's doch selber gegessen. Wenn ich den Wunsch habe, wenn ich mir was hole, dann von diesen 4 sympathischen Damen, das ist doch meine Sache. Ja. Zum Beispiel Corona. Oder redet da die Bundesregierung mir auch schon wieder rein? Ich wollte euch das Senftöpfchen zeigen. Oh, das ist aber tatsächlich historisch. Eines der traditionellen Kölner Kabaretts und die Parkhaus-Tiefgarageneingang Groß St. Martin, in dem ich schon viele Stunden verbracht habe, weil ich nicht mehr rausgefunden habe. Warte, du bist hier aufgetreten, ne? Nur kurz. Ich durfte hier nicht auftreten, weil ich nicht bekannt genug war. Was? Ja, ja. Und wer ist das hier? Die wilde 13. Heißen total. Sarah Hakenberg, dann kam lange nichts. Zingsheim, Onkel Fisch, Populistenhaften für ihre Kinder. Und du durftest hier nicht auftreten, weil du nicht bekannt genug warst? Als ich dann schon im Fernsehen war, einmal. Aber da bist du natürlich dann, du hast ja so eine Todesliste. Das ist, ich finde es schön, dass du es auch sagst. Viele sagen, ich lege ja keinen Wert auf sowas wie Genugtuung oder so. Nein, also Rache ist eigentlich die Triebfeder für den Job. Ja, natürlich. Man ja? geht eigentlich in diesen Beruf, um zu strafen. Everybody can become a colonian in just 60 minutes. Ist der Hund prominent in Köln? Im Zweifel nicht, aber auf jeden Fall lustig. Hund mit Karnevalsmütze ist, finde ich schon ganz gut. Ja. Mich hat's erreicht.
Also wir haben dieses Parkhaus, in dem du dich verläufst. Hier unten drin, wollen wir da reingehen? Haben wir eine Drehgenehmigung? Wir haben eine Drehgenehmigung. Flo, sag mal ganz kurz, was diese Drehgenehmigung gekostet hat. 500 Euro. 500 Euro, Harald, wir müssen jetzt in dieses Parkhaus. Ja, den müssen wir abarbeiten, echt. 500 Euro. Ja, lass uns rein. Lass uns lange da drin bleiben, bitte. Klar, das hättet ihr früher sagen sollen. Dann, ja. Aber das, diese Ehrlichkeit haben wir dem Publikum gegenüber. Kann sein, dass der Teil der Sendung scheiße wird, aber war zu teuer, um ihn nicht zu machen. Oder? Ja, klar. Ja. 500 Euro. Da habt ihr euch aber über den Tisch ziehen lassen, oder? Ich glaube das auch. Früher hätte man doch gesagt, was, da Harald Schmidt kommt, ja, kein Problem, das machen wir so. Ne? Ja, heute sagt man, Moment, ich google. Wollen wir hier runtergehen? Wenn das erlaubt ist? Das weiß ich nicht, aber für 500 Euro. Dann dürfen wir das ja wohl. Gehen wir. Hallo. Karlsruhe. Entschuldigung. Ja. Hallöchen. Ein Gläschen Likör? Ja, na klar. Habt ihr? Na komm, vor der Fahrt. Einer. One for the road, sagen wir im Ja, das ist ein Weglikör. Gut. Ja, Bier. Hallo, komm. Ah, ja, das sag ich doch. Hä? Einer noch? Hallo? Hi. Oh. Ah, hallo. Oh, ist das, vielleicht können wir fragen, ist das ein Promi-Parkplatz da hinten, hinter Gittern? Das ist da völlig richtig. Hinter Gittern ist da vielleicht Wollen wir da das mal mitnehmen als investigative Journalisten? Ja, entschuldigen Sie, wieso dürfen Sie denn hier in diesem VIP-Bereich parken? Dauerparkplätze. Ah, wollen Sie ein Likör? Nee, danke, ich fahr Auto. Ja. Ach so, nicht. Ja, klar, natürlich. Vergisst man immer. Ja. Stimmt, richtig. Guck, und ich hab's nicht übertrieben, hier fährst du jetzt ewig. Ja. Und dann kommst du, wenn du Glück hast, bei Groß St. Martin raus. Ja? Lass uns hier rechts weitergehen, weil ich glaube, da kommen wir zur Kirche. Diese Gitter sind aber neu, die waren früher nicht drin. Aber jetzt sind wir wirklich, jetzt weiß ich wirklich nicht, wie wir hier wieder. Ja, es muss irgendwo eine Auffahrt geben, die wir nicht mitgekriegt haben. Ah, hier ist ein Ausgang. Hier kommt's hell rein. Ach, guck mal, das wusste ich auch nicht, hier gibt's ein Bad, der heißt Freud. Ach, schau mal, da ja. Gut bürgerliche Küche. Dafür war er ja bekannt, der Sieger. Ja, was ist das denn? Dafür war er ja bekannt. Ja, wie bei Mutter müsste es eigentlich heißen. Ne? Ja. Hier ist jetzt eine Gruppe, die Groß St. Martin erklärt bekommt. Wir können uns ja mal ranpilgern. Wer das ist, ist eine Frauengruppe. Vielleicht ist das dieses Maria 2.0. Das sind ja diese Frauen, die jetzt in der Kirche verstärkt mitarbeiten wollen. Heißt das wirklich Maria 2.0? Maria 2.0. Guck mal, hier ein Mönch. Ach. Ja. Ach, Mönch. Guten Tag. Der Harald. Hallöchen. Was ist das hier? Eine Besichtigung der romanischen Kirchen? Oder? Eigentlich Köln-Unterirdisch. Aber Köln-Unterirdisch? Aber wir hätten ja was Unterirdisches. Wir hätten was. Parkhaus. Da können Sie. Wir haben schon reingeschaut. Nicht schlecht, oder? Ja. Und jetzt geht's ins Brauhaus? Oder? Dann können Sie auch noch ein Likörchen trinken. Ein Schluck aus der Flasche. Nee. Da hat noch keiner draus getrunken, wirklich. Das ist ein bisschen ernst. Noch haben wir Willi Herren nicht getroffen. Ja, ein Schlückchen. Und? Hallo? Mhm. Ja, ist lecker, ne? Domlikör. Die Flasche ist fast leer. Zum Glück haben wir die große genommen. Und auch in die Flasche rein. Hochzeiten sind erlaubt. Wie ist das in Nordrhein-Westfalen? Armin Laschet hat es gestern gesagt, ich habe es leider vergessen. 700 Leute dürfen gemeinsam tanzen. Nee, Jens Spahn hat gesagt, auf Hochzeiten wird es nach dem dritten Bier sehr eng. Das weiß er von Zeiten, wo er gekellnert hat. Ja. Haben Sie geheiratet? Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! Ja, oder und jetzt geht's essen? Jetzt geht's. Das nee. Haben Sie schon. Jetzt auf Schnitzeljagd gleich. Sie müssen sich das Essen selber. Nein, nicht wir nicht. Wir haben gerade gefrühstückt, aber wir müssen unsere Gäste natürlich beschäftigen fürs Essen später bei uns. Und deswegen gibt es jetzt für die Schnitzeljagd. Ja, also ich habe schon so viele Schnitzeljagden und noch mehr natürlich Brautentführungen. Gibt es das heute noch, wenn man heiratet, die Brautentführung? Das wissen wir nicht. War eigentlich immer schön so. Eieiei, die Braut ist weg. Und dann habe ich häufig leider erlebt, dass es dem Bräutigam Wurst war. Ne? Ja, ne, wirklich. Weil er war schon so knülle, dass er nicht mehr bereit war, die Braut zu suchen. Ja? So eine leichte Erleichterung. Und auch, die wurde dann aber zum Glück wieder gefunden. Ja, gut. Weil man wusste, wo der Trauzeuge wohnt. Und dann, nee, ist klar. Ja. Ah.
Bonjour en France. Ach nee, das sind Mitarbeiter der Stadt. Ich dachte. Der doch gerade, wo brennt die Mülltonne? Oder der zündet die gleich an. Das sind Macron-Gegner. Ja. Ach Mensch, Harald, wann sehen wir uns denn wieder? Ja, wie lange ist es jetzt her, dass wir am Flughafen waren? 3 Jahre? Das ist schon viel zu lange her. Ja, wir sind aber in diese tolle, Profi-Rede-Weise gehalten. Lass uns mal wieder was zusammen machen. Oh ja. Beide wissen, dass es nicht stattfinden wird. Ja. Und gib einfach Bescheid, wenn du was machen möchtest und so. Und dann, hups, schon wieder Jahreswechsel. Und du solltest noch sagen, wenn du mal in Köln bist, melde dich. Ja. Aber du siehst hier in Köln, nach einer anfänglichen Scheu ist man doch bereit, einen mitzutrinken, ne? Total. Das ist hier wirklich. Das ist aber nur in dieser Stadt so. Ich glaube, das wäre in Stuttgart nicht der Fall oder so, oder? Bleib mal vom Hals mit dem Scheißdreck. Ja, in Stuttgart so. Würdest du eher, glaube ich, in diesen Zeiten sofort ein kritisches Statement bekommen. Ja. Ja? Und ja. Ist das noch Demokratie gefragt werden? Ja, oder auch, sie kriegen den Hals nicht voll. Wie viel kassieren sie da dafür, dass sie den Dreck hier verkaufen oder so? Ja? Ja. Also, das wäre in Stuttgart, ist man da ein anderes Bewusstsein. Ne? Ja, haben wir hier noch was? 500 Euro, das tut mir leid, das wusste ich nicht. Ne? Nee, wir können ja. Wir hätten uns ja auch das Parkhaus sparen können. Aber die beiden Mädels waren sehr gut. Am Ende sagt blöd, die beiden Frauen. Ja. Die beiden Menschen ohne Penis, so muss es so, korrekt genau. heißen. Genau. Ja, nee. Ja, also behaupte ich jetzt mal. Ja. Vom ersten Eindruck. Wenn du mich da nicht inkludierst, ist das in Ordnung. Ja, nee. Das ist wirklich, das ist jetzt die offizielle Ansprache. Du hast einen Shitstorm bekommen, ne? Es ging um die leichte Bekleidung von Künstlerinnen, die aber der Einschaltquote gemäß doch dann lieber einen kurzen Rock anziehen sollen. Ja, dass wir den alten Ökofummel runtergerissen haben. Ja, so, genau, das war die. Ja. Es stimmte so. Es hieß, hast du gesehen, was die anhat? Und dann ging die Kostümfrau nach hinten und versuchte zu überzeugen. Und dann hat man sie runtergerissen und hat ihr so einen Glitzerfummel hingeschmissen. Ja, und sie hätte ja auch sagen können, will ich nicht anziehen. Dafür hatte der Film zu wenig Zuschauer. Wo steht denn dein Auto überhaupt? Bist du denn in dieser Tiefgarage? Wenn ihr das sehen wollt, da habt aber keine. Aber ihr könnt ja sagen, ups, ich dachte, wir hätten eine Drehgenehmigung. Hier. Ja. Ich habe räumen lassen. Ja. Damit wir das Auto besser ins Bild kriegen. Gut, dass du überhaupt noch einen Parkplatz bekommen hast. Und hier hängt normalerweise der Mundschutz für die ganze Familie. Ja. Weil du hast ja wirklich die Situation. Geh mal schnell rein, Brötchen. Oh, Scheiße, ich habe keinen Mundschutz. Nimm den hier. Sonst musst du wieder umkehren. Geht das? Dass du dich hinten reinsetzt und wir fahren einfach eine Runde hier im Parkhaus? Ja. Wirklich? Da setze ich meine Sonnenbrille wieder auf. Ciao, Pierre. Mach es gut. Bis zum nächsten Flughafen. Wir sehen uns wie die Kindersicherung ist, glaube ich. Oh, ehrlich? Ah, nee, doch. Ich bin nur zu schwach. Komm gut nach Hause. Pass auf dich auf. Bleib gesund. Tschüss, Harald. Ja, ich fahre jetzt mit der Bahn nach Hause.